Mich zu Wort gemeldet, weil ich euch kurz informieren wollte zur Arbeit der Enquete-Kommission ländlichen Raum. Ihr wisst, dass wir im Juni 2015 im Landtag einen Beschluss gefasst haben, der die Einsetzung einer Enquete-Kommission zum Inhalt hat. Die Enquete-Kommission hat den Auftrag, für den metropolfernen Raum, in Klammern sage ich mal den Berlin-fernen Raum, ein Konzept zur Daseinsvorsorge zu erarbeiten. Dabei geht es um eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung der ländlichen Räume in Brandenburg vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Denn wir müssen jetzt schon feststellen, dass wir eine Entwicklung im Land haben, die geteilt ist. Die Berlin-nahen Regionen verzeichnen einen hohen Bevölkerungszuwachs und in den ländlichen Berlin-fernen Regionen haben wir es mit immer weniger und älter werdenden Einwohnern zu tun. Wenn man sich das in Zahlen vor Augen führt, heißt das, dass im Berliner Umland ein Zuwachs von ca. 6% der Bevölkerung bis 2025 zu erwarten sind. Dann bleibt es auf dieser Höhe bis 2040. Und in den Berlin-fernen Räumen ist ein Absinken der Bevölkerung um 22% bis 2040 zu erwarten. Hinzu kommt, dass die Menschen immer älter werden und natürlich sich damit auch die Einnahmen in den Gemeinden verändern werden, nämlich nach unten. Aus diesem Grund hat der Landtag die Enquete-Kommission eingesetzt, um Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dieser Entwicklung zu erarbeiten. Das betrifft fast alle Lebensbereiche und Fragen wie Mobilität, Erreichbarkeit von Schule, Kita, Arzt, Versorgungseinrichtungen, Teilhabe an Kultur- und Sportveranstaltungen oder auch die Frage, wie organisieren wir in Zukunft die Siedlungswasserwirtschaft, also Abwasser und Trinkwasser in den ländlichen Räumen. Sind die gegenwärtigen Strukturen zukunftsfähig? Bleibt das Trink- und Abwasser für die Bürger noch bezahlbar? Und wir müssen auch die Frage stellen, zentrale oder dezentrale Organisation dieses Bereiches. Und auch Fragen der gesellschaftlichen Teilhabe müssen gestellt werden. Das heißt, es geht um die Zukunft unserer Dörfer. Die Enquete-Kommission hat ihre Arbeit aufgenommen. Mitglieder in dieser Enquete-Kommission sind Margitta Mächtig und ich. Und wir wollen natürlich, dass die Partei uns aktiv bei dieser Diskussion begleitet. Was wir brauchen, sind Mitstreiter, die uns in unserer Arbeit begleiten, die Hinweise und Anregungen aus dem ländlichen Raum mitbringen, die gewillt sind, für die Zukunft unserer Dörfer, kleinen Gemeinden und auch für die typischen kleinen Landstädte zu arbeiten. Aus diesem Grund wollen wir einen erweiterten Arbeitskreis ländlicher Raum bilden, der sich speziell mit diesen Fragen beschäftigt und uns hilft, Antworten zu finden. Wir werden eine erste Beratung am 16.04. in Potsdam haben und uns intensiv mit der Aufgabenstellung beschäftigen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal die Einladung aussprechen an alle, die interessiert sind, mitzuarbeiten, sich diesen Termin in den Kalender einzutragen. Herzlichen Dank.